Wer gerne weiß, woher das Schnitzel oder Hähnchen auf seinem Teller kommt, hat es von heute an leichter. Das Landwirtschaftsministerium hat eine neue Kennzeichnungspflicht für unverpacktes Fleisch in Supermarktheken und Metzgereien eingeführt. Die Herkunft der Produkte muss klar erkennbar sein, etwa auf kleinen Schildern oder Bildschirmen. Bislang galt das nur für verpackte Fleischwaren und Rindfleisch. Verbraucherschützer befürworten die neue Vorschrift. Fleisch aus der Region und das Rind sogar vom elterlichen Hof. Seit 5 Jahren betreiben die Brüder Friedrichs ihre Metzgerei in Köln. Die neue verpflichtende Herkunftsbezeichnung macht ihnen wenig Arbeit. Für uns hat es tatsächlich gar nicht so große Auswirkungen, weil wir von Beginn an tatsächlich unser Fleisch im engen Kontakt zu den Bauern auch beziehen. Aber es ist natürlich trotzdem noch mal ein bürokratischer Aufwand, der auf viele vielleicht auch zukommt. Ausgewiesen werden muss, wo das Tier gehalten, gemästet und auch geschlachtet worden ist. Die Regeln gelten für unverpacktes Fleisch in Metzgereien, Hofläden und Supermärkten. Man hat einfach ein besseres Gefühl, glaube ich, wenn man weiß, es kommt vielleicht aus Deutschland oder halt aus Nachbarländern. Ich finde es ganz wichtig zu wissen, dass es regional ist, deshalb kaufe ich auch hier. Aber die neue Vorgabe ginge nicht weit genug, kritisieren die Friedrichs. Denn verarbeitetes Fleisch wie Würstchen oder Salami muss nicht gekennzeichnet werden. Und auch nicht der Mittagstisch hier in der Metzgerei oder das Essen in Kantine und Restaurant. Außerdem? Also ganz wichtig ist, dass es hier tatsächlich nur eine Herkunftskennzeichnung ist. Das heißt, die Herkunftskennzeichnung lässt gar keine Rückschlüsse zu, wie die Tiere gehalten worden sind. Eine verpflichtende Kennzeichnung für Tierhaltung wird es erst im Sommer 2025 geben und dann auch nur für Schweinefleisch. Komplette Transparenz für alle Kunden, das fänden auch die Friedrichs gut.